Ich wünsche uns, ich wünsche euch allen heute einen 1. Mai, der den Namen 1. Mai verdient. Die Sonne scheint, ihr seid alle da. Willkommen in Erfurt, macht's gut. Ich begrüße heute aber auch ganz besonders alle Kameraden, die den Weg nach Erfurt gefunden haben. Egal, ob sie zur Rechten gehören, zur NPD, zu freien Kameradschaften oder überhaupt nicht organisiert sind. Wir machen heute alle gemeinsam deutlich, dass der Tag der deutschen Arbeit nicht den Gewerkschaftsbunds gehört, sondern uns, dem deutschen Volk, der deutschen Arbeiterin und dem deutschen Arbeiter, liebe Kameraden. Wir leben in einem System, in dem 2,5 Millionen Kinder in Armut leben, in dem Millionen Rentner von Altersarmut betroffen sind, obwohl sie 45 Jahre lang geschuftet haben, dieses Land aufgebaut haben, nach dem Krieg die Steine weggeräumt haben. Die verrotten heute in den Altersheimen, die wir noch nicht einmal ordentlich finanzieren, weil wir für Fremde Einfamilienhäuser bauen. Das ist die Bundesrepublik, in der wir heute leben. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir eine starke Jugend haben, die auf die Straße geht und rebelliert und deutlich macht, dieses Land ist unser Land und wir werden es nicht kampflos aufgeben, liebe Freunde. Werte Freunde, als nationaler Abgeordneter im Europaparlament, als Nationalist hier auf der Straße, setze ich mich in erster Linie für die soziale Gerechtigkeit aller Deutschen ein. Erst wir Deutsche und dann kommen die anderen. Kameraden, am 1. Mai gehört die Jugend, am 1. Mai gehört der deutsche Arbeiter auf die Straße. Am Tag der nationalen Arbeit lautet unsere Losung: Antikapitalismus aus Tradition, Arbeit, Zukunft und Nation. An welchem Tag wäre es passender, unsere Kritik an den Zuständen laut auf die Straße zu tragen? Das Thema, unter dem wir uns heute hier versammelt haben, ist der 1. Mai, unser Feiertag. Denn dieser Feiertag ist seit 1933 arbeitsfrei. Wir haben heute hier viel gehört über soziale Ungerechtigkeiten, über Probleme, die in diesem Staat ohne Frage vorherrschen. Probleme, die angegangen werden müssen. Aber machen wir uns mal nichts vor. Der Fisch stinkt vom Kopf. Es geht nicht darum, ob wir irgendwem irgendwann mal Rente bezahlen können oder sowas. Es geht darum, dass wir in einem System leben, was nichts anderes auf seine Fahnen geschrieben hat, als den Untergang unseres Volkes. Und das, genau das ist die Stelle, an die wir auf die Straße gebracht werden müssen. An der wir sagen müssen, bis hierhin und nicht weiter.